99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Heute, Anfang Oktober, wie versprochen, einen Blick in die kosmische Großwetterlage für den Oktober. Ich hatte das im letzten Podcast schon kurz erwähnt, dass ich Karten gelegt habe für den Oktober und auch in Energie reingeschaut habe im Theta. Und ich das unglaublich spannend finde, wie sehr die Monate und die Energien aufeinander aufbauen und auch die Karten. Es ist wirklich eine ganz, ganz klare Abfolge. Ich mache das jetzt noch nicht so lange mit den Tarotkarten für den Monat, aber seit Juni ungefähr. Und es ist unglaublich, wie sehr das ineinander greift, wie sehr sich Karten wiederholen. Ich meine, statistisch müssten eigentlich alle Karten in ungefähr der gleichen Reihenfolge oder Häufigkeit vorkommen, tun sie aber nicht. Zwei der Karten, die hier drin sind, habe ich wirklich sehr, 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 sehr häufig in letzter Zeit bekommen. Also es bildet wirklich diese kosmische Großwetterlage ab, in der eben bestimmte Energien im Moment vorherrschend sind. Das ist eben nicht willkürlich, nicht beliebig, sondern es ist tatsächlich ein Abbild, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es Bilder sind, von den Gezeiten, die wir im Moment haben. Jetzt haben wir eine sehr ungewöhnliche Zeit im Moment, wo das nicht die üblichen Gezeiten sind. Darum wird es auch in der nächsten Woche gehen. Um diesen Epochenwechsel von Erdepoche 200 Jahre zu Luftepoche, um eine gewisse Veränderung, Bewusstseinsveränderung, manche sagen Aufstieg, kollektiver Aufstieg, aber ich sage einfach, wirklich eine neue Phase ist erreicht, eine neue Stufe ist erreicht. In ganz vieler Hinsicht. Wir haben jetzt inzwischen zum ersten Mal wirklich globale Probleme. Das ist tatsächlich eine neue Stufe. Also Themen, die früher sehr lokal waren, sind plötzlich eben, wie bei Corona, was sehr lokal angefangen hat und früher auch lokal geblieben wäre, weil die Reisetätigkeit eben nicht so groß war, hätte sich wahrscheinlich auf einen Kontinent beschränkt. Das war mit der Pest im 14. Jahrhundert auch so. Das war hauptsächlich ein europäisches Problem. Und andere Krankheiten waren eben hauptsächlich Probleme von bestimmten Gegenden oder, wenn es ganz schlimm kam, einem Kontinent. Aber dass das weltweit tatsächlich übertragen wird oder ein weltweites Problem wird, das ist relativ neu. Das hat mit dieser extremen Reisetätigkeit zu tun, mit dieser Globalisierung. Also das, womit wir heute zu tun haben, das ist eine Seite dieser kompletten Neuerung von etwas, was wirklich noch nie da war, sind eben, dass Probleme, die wir haben, global sind. Umweltveränderung, Klimaveränderung und so weiter. Das sind globale Themen. Das ist eine Veränderung. Die andere Veränderung merke ich aber im Bewusstsein. Auch das ist eine globale Bewegung oder eine globale Veränderung, eine Art Bewusstseinsrevolution, in der wir uns eben im Moment befinden. Ein Verständnis von einer tiefen Ökologie, also dass alles miteinander verbunden ist. Was östliche Philosophien seit 4000 Jahren immer wieder sagen, alles ist eins. Wir sind in einer wirklich neuen Zeit. Also es ist nicht nur die normalen Gezeiten. Wir haben immer wieder Wellen gehabt von ruhigeren Zeiten, unruhigeren Zeiten, wie Jahreszeiten, wie kosmische Jahreszeiten. Im Moment ist es aber so, dass das eben nicht mehr die normalen Jahreszeiten sind auf vielen Ebenen, sondern wir in eine neue Phase übergehen. Und das ist sehr, sehr ungewohnt für uns, weil es dafür überhaupt keine Vorbilder gibt. Das ist eben diese Luftepoche. Dieses alles ist unheimlich volatil. Es ist eine ganz andere Grundenergie, die plötzlich da ist. Also plötzlich im Sinne von die letzten 2-3 Jahre war dieser Übergang. Und im Moment ist das sehr, sehr stark spürbar. Das ist ein bisschen ein Transformationschaos, würde ich es vielleicht nennen. Also eine Verwirrung, die dadurch entsteht, dass sich in und um uns herum ganz viel verändert. Und zwar so viel auf einmal wie noch nie. Vielleicht habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, dass im Moment sich innerlich und äußerlich so viel in einer so kurzen Zeit verändert, wie noch nie vielleicht vorher in eurem Leben. Und das ist auch ein innerer Prozess, das ist nicht nur was Äußeres, sondern wenn sich äußere Dinge verändern, müssen wir uns auch irgendwie darauf einstellen und mitverändern. Und wenn wir innerlich uns verändern, verändern sich notgedrungen auch Sachen im Außen.
Und diese Transformation ist in den letzten 3 bis 4 Monaten ganz extrem stark spürbar geworden. Ich glaube, für uns alle. Davor war es so, manche Leute haben noch es relativ ruhig empfunden, da hat sich noch nicht so viel verändert. Bei manchen Leuten verändert sich seit 2, 3 Jahren ganz viel und zwar permanent. Aber ich denke, so in den letzten 3 Monaten haben wir es alle gemerkt, wie viel sich verändert. Wir gehen jetzt in eine neue Phase über und ein. Und das war jetzt die letzten Monate eben aufeinander aufbauend deutlich zu spüren. Zurück zu den Karten. So, ich hatte ja schon letzten September schon auch Erntedank. Also es fing auch schon an, dass tatsächlich die Ernte leicht, dass die Ernte anfängt, dass wir schon innerlich spüren, ja, es ist super unruhig, aber so langsam habe ich das Gefühl, dass ich wieder Boden unter den Füßen bekomme, also neuen Boden. Oder so langsam stellt sich innerlich was um. So langsam verarbeiten wir etwas. So langsam merken wir, dass wir in eine neue Richtung innerlich gehen. Wir denken vielleicht anders, wir fühlen anders, wir handeln anders. So ganz langsam. Und was ich sehr schön finde, sind die Karten für diesen Monat, für den Oktober. Ich beschreibe euch einfach mal, wie gesagt, ich komme leider jetzt diesen Monat oder jetzt im Moment nicht dazu, ein visuelles Reading zu machen. Deswegen sage ich euch einfach, welche Karten das sind. Wenn ihr selber ein Tarotkartendeck habt, könnt ihr die mitlegen. Dann könnt ihr das sozusagen mitverfolgen. Ich habe das Lightseers-Tarot genommen. Das ist eins meiner Lieblingstarots, Tarotdecks, weil es ist sehr visuell, es hat einen spirituellen Anklang. Was mir im Rider-Waite-Smith etwas fehlt, das ist hier sehr stark. Oder sagen wir, das spricht mich nicht auf der Ebene an. Also es hat auch einen starken spirituellen, eine starke spirituelle Energie, aber eine, die mir von der Bildsprache nicht so nahe ist, wie jetzt zum Beispiel bei dem Lightseers-Tarot. Also ich habe das Lightseers-Tarot verwendet und werde auch die Bilder natürlich entsprechend beschreiben. Aber wenn ihr ein anderes Tarot verwendet, zieht eure Karten und nehmt nochmal diese Zusatzinformationen mit, die jedes Deck ja mit sich bringt. Also die drei Hauptkarten für diesen Monat, die drei Hauptenergien oder die Hauptthemen, die wir haben, sind folgende. Ich fange tatsächlich mit der mittleren der drei Karten an und zwar ist das Gericht, Judgment. Was auch manchmal heißt Auferstehung oder Awakening, also Erwachen. Und gerade bei dem Lightseers-Tarot sieht man eine Frau, die in einer Art Bethaltung die Arme nach oben reckt und dann noch mit geschlossenen Augen nach oben schaut. Und man sieht sozusagen, wie eine ätherische Version von ihr nach oben aufsteigt. Es hat natürlich einen Christus-Anklang, also es hat einen Anklang an die Himmelfahrt von Christus, also von Jesus, der dann zu der Christus-Energie oder zum Christus-Bewusstsein geworden ist. Es hat so ja, Auferstehung, Aufwachen, Erwecken, dieses Bild hat es. Also dieses wirklich in eine neue Welt auferstehen. Also nicht einfach nur wieder aufstehen, sondern auferstehen. Also eine vollkommene Transformation und Transmutation von uns in unser Selbst hinein, eben weg von diesen ganzen Konditionierungen und was unsere Vergangenheit so aus uns gemacht hat oder unser Leben, unsere DNA. Und hin zu, wer sind wir jenseits von? Wie sind wir gedacht und gemeint? Wie ist unser Selbst? Wie ist dieses Leuchten? Wer sind wir in dieser puren Version, in dieser unbeschädigten, vollständigen, heilen, ganzen, großen Version? Und genau das zeigt diese Karte sehr, sehr schön. Diesen Moment, wenn wir aus uns heraus auferstehen. Aus diesem Gefängnis dieser Enge, dieser ganzen Konzepte, Glaubenssätze, Grundüberzeugungen, Prägungen, Einengungen, wenn wir wirklich auferstehen. Die zweite Karte ist Temperance, die Mäßigung. Auch eine Karte, die ich sehr, sehr mag. Und da sitzt ein junger Mann mit Engelsflügeln und hat einmal die Erde dunkel und einmal die Erde hell. Es kann auch der Mond sein. Also zwei Planeten, einmal in einer Nachtversion, einmal in der Tagversion. Und hat so die beiden Hände, also jongliert ein bisschen damit. Also wägt so beide ab.
Temperance-Mäßigung ist nicht die Mäßigung, wie wir sie kennen, wie wenn wir so überlegen, ja, die Heilsarmee oder diese Temperance Leagues, die gegen Alkoholmissbrauch waren in den USA. Es ist tatsächlich wesentlich mehr als sich zu mäßigen. Es ist Balance und Ausgleich, also der Zustand von einem absoluten inneren Frieden und Klarheit und einer inneren, ja, bei sich sein, Präsenz. Aber Frieden und Klarheit finde ich, also vor allem Frieden trifft das für mich ganz wunderbar. Der Ausgleich von allem, die Balance von diesen Körper, Geist und Seele, von Persönlichkeit und Selbst, von all unseren Aspekten. Also wir gleichen im Monat Oktober immer mehr die ganzen Teile von uns, Anteile von uns aus. Und das ist nicht mehr entweder oder, sondern es ist sowohl als auch. Und die dritte Karte, sehr schön, die vier der Stäbe. Das ist eine, wieder die Karte des Feierns. Die hatte ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft ich die jetzt hatte in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, die hatten wir auch im September. Es ist Feiern mit Gleichgesinnten, Feiern, ausgelassen Feiern, Erntedank, wirklich das, was wir erreicht haben, geschafft haben, wirklich auch Feiern mit Soul Family, würde ich jetzt sagen, also mit gleichgesinnten Menschen, mit denen wir gerne zusammen sind. Es ist ein ausgelassenes Feiern, zwei junge Frauen tanzen, im Hintergrund ist eine Jurte mit den vier Stäben, die oben als Fackeln verwendet werden, also die brennen. Und die beiden jungen Damen tanzen ganz ausgelassen mit so einem Tamburim und genau, tanzen. Also es ist eine Karte des Feierns und des ausgelassen Feierns. Was in Kombination wunderschön ist. Also das ist eine ganz tiefe, eine große und eine wunderschöne Kombination. Dann habe ich noch eine Zusatzkarte gezogen, das mache ich ganz gerne. Und zwar war das der Page der Münzen, Page of Pentacles. In dem Fall ist das eine junge Dame in einem Hoodie, die eine Yoga-Position macht. Das ist die Position, wo man ein Bein, wenn man gerade steht und ein Bein anwinkelt und an die Innenseite des anderen Beins stellt. Und sie hat eben, die Münzen sind in diesem Deck ja wunderschöne Mandalas und sie hat dieses Mandala eben seitlich in der Hand. Und der Page der Münzen steht für einen Neuanfang, für diesen Zauber von etwas Neuem, für Erdmagie, also Magie jetzt nicht in dem Sinne von Bühnenmagie, sondern von etwas in die Realität bringen. Neue Ziele, neue Pläne, aber eben nicht nur die Idee dazu, sondern wirklich schon was in die Welt bringen. Also es ist schon wirklich physisch umsetzen. Also das Keimstadium von dem, was neu ist jetzt, was ihr durch diesen ganzen Prozess und was im Oktober jetzt nochmal auch dieses Auferstehen, dieses Aufwachen nochmal ganz stark zu sehen ist und dieser Ausgleich, der dadurch entsteht, das ist gar nichts Dramatisches, das ist gar nicht mehr mit Krise, sondern es ist tatsächlich so dieses, oh, endlich durch sein, endlich rauskommen, endlich frei sein, groß sein, weit sein. Und dann das Feiern und dann aber eben auch das in die Welt bringen. Es geht ja darum, dass wir das auch in die Welt umsetzen können. Es geht nicht nur darum, für uns selber diese wunderbaren Erfahrungen zu machen und dann einfach irgendwo in die Höhle zu gehen und einfach nur für uns selber zufrieden zu sein, sondern es geht ja darum, auch das, was wir da, also unser Selbst, auch in die Welt zu bringen. Unsere Impulse zu geben. Deswegen, ihr seid ganz wichtig im Moment. Es ist ganz wichtig, dass ihr da seid. Jede und jeder von euch. Ihr habt eine wichtige Aufgabe. Ohne euch geht's nicht. Und das zeigt eben auch diese Karte, setzt es immer mehr als Samen erstmal wirklich in eine 3D-Realität um. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr schon lange was machen wolltet, fangt an, wirklich das in konkrete Schritte umzusetzen im Oktober. Macht die Webseite. Bastelt das den Traumfänger, den ihr machen, wo ihr, wenn ihr Ideen habt, Traumfänger zu machen, vielleicht individuelle Traumfänger, fangt sie an zu basteln. Wenn ihr diesen Blog anfangen wollt zu schreiben, fangt an zu schreiben, setzt euch hin. Wenn ihr Ideen habt für Pflanzen, für Garten, für was auch immer, für was Spirituelles, setzt es wirklich im Oktober, fangt an, es in die Realität umzusetzen. Und der Page der Münzen ist was sehr Freudvolles. Also das ist gar nicht Arbeit oder so, sondern das ist so dieser Zauber von einem Neuanfang. Dieses Spielerische, was sie hat.
Also das als Rat auch wirklich, wie wir am besten das umsetzen können oder wie wir am besten damit umgehen können. Dann habe ich persönlich noch vier Erklärungskarten gezogen. Also ich ziehe dann immer ganz gerne noch so ein bisschen Karten, die sozusagen das andere sind die großen Themen und das erzählt mir noch so ein klein bisschen mehr darüber, worum es geht oder wie die Abfolge ist. Erstes Viertel, zweites Viertel, drittes Viertel, viertes Viertel vom Oktober. Ich habe da nicht so eine feste Vorstellung, was mir diese vier Karten sagen, sondern ich ziehe sie und dann sehe ich, was sie mir sagen. Dann merke ich, ah, okay, sind es die einzelnen, die Viertel, also die, auch vielleicht Mondphasen oder die Viertel, oder ist es eine Abfolge oder ist es ein Rat? Und in dem Fall war es tatsächlich eine Erklärung für das Ganze. Die erste Karte war die 6 der Kelche. Und das ist traditionell eine Karte, die mit Kindheit zu tun hat, manchmal auch mit Nostalgie. Ich lese sie aber oft wirklich als Dinge, die wir in der Kindheit gelernt haben. Also auch manchmal Belastungen aus der Kindheit, Verhaltensweisen, die wir gelernt haben. Also emotionale Muster, die wir in der Kindheit gelernt haben, die wir eben heute noch weiter leben. Und das war interessanterweise die erste Karte. Die zweite war dann die Königin der Schwerter. Und die passen wunderbar zusammen, diese Karten. Die erste Karte ist das, wo wir hingestellt worden sind, also was wir einfach notgedrungen einfach mitgenommen haben aus der Art, wie wir aufgewachsen sind, bei wem wir aufgewachsen sind, unter welchen Umständen wir aufgewachsen sind, was unsere Eltern auch an Belastungen mitgebracht haben und dann auch oft weitergegeben haben. Und das zeigt uns eben so ein bisschen, okay, das ist eben unsere Persönlichkeit, also dieses, was das Leben so aus uns gemacht hat. Und das ist ja immer auch ein bisschen unser Problem. Genau das ist ja das, woran wir immer wieder stoßen. Das sind diese Glaubenssätze, die Grundüberzeugung, die ganzen Verbote und Gebote unserer Familie, Gesellschaft, so wie wir zu sein haben oder was eben sich nicht schickt, was Tabus in der Gesellschaft sind, wie Eltern eben uns auch gerne gehabt haben. Manche Eltern mögen lebhafte Kinder, manche mögen Liebe oder sehr angepasste oder stille Kinder. Es ist ja sehr unterschiedlich. Und je nachdem sind eben Eigenschaften mit uns gefördert und andere unterdrückt worden. Das ist so ein bisschen, was diese Karte eben auch zeigt. Also wir so ein bisschen, jetzt auch ein bisschen kämpfend gegen diese ganzen Sachen, die das Leben eben so mit uns gemacht hat und eben uns zu der oder zu dem gemacht haben, die wir jetzt gerade sind, auch mit diesem ganzen Kämpfen dagegen, dass wir merken, das ist völlig veraltet, aber irgendwie ist es immer noch automatisch da, so ein Reflex. Ich bin jetzt erwachsen, ich weiß, dass ich das anders machen möchte, ich weiß, dass ich keine Angst vor Hunden haben brauche und so weiter. Und trotzdem ist dieser Reflex da, dieser Nervenreflex, dieser gespeicherte, automatische, dieses Programm, was da abläuft. Und darum geht es ja im Prinzip fast immer. Also bei fast allem, womit Klienten zu mir kommen, ist das drunter. Eine Grundüberzeugung, eine Grunderfahrung, die wir gemacht haben, die eben Spuren hinterlässt und die jetzt auch nach wie vor unser Alltag, unser Sein, unsere Persönlichkeit extrem prägt, unsere Entscheidung, wie wir mit uns selber umgehen, mit unserem Körper umgehen. Also es prägt ganz viel. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn wir mitbekommen haben, dass wir unerwünscht waren und das auch immer wieder mitbekommen haben, dass es ganz schwer ist, gute Entscheidungen für uns selber zu treffen. Also dass da immer im Hintergrund eben diese Wahrheit in Anführungszeichen mitläuft, dass wir kein Lebensrecht haben oder dass wir uns das verdienen müssen oder dass wir alles so in diese Richtung. Und dann ist da sozusagen diese Wahrheit und wir können, wenn wir erwachsen sind, noch so viel, wir können sagen, natürlich verdiene ich das, gesund zu sein, natürlich verdiene ich das, wirklich von liebevollen Menschen auch umgeben zu sein, gut behandelt zu werden. Und immer noch ist diese Wahrheit in Anführungszeichen im Hintergrund und die ist im Zweifelsfalle stärker. Das heißt, ihr werdet unbewusst viele Entscheidungen treffen, die der anderen Wahrheit entsprechen. Die also dafür sorgen, dass die sich immer wieder bestätigt. Und darum, am Ende des Tages, ist das eigentlich eins meiner Hauptdinge, die ich auch für Klienten oder Mitklienten oder auch bei mir selber mache, ist eben das auszugraben, also wirklich das benennen zu können und dann eben dann mit EFT oder mit Theta oder mit der Minimatrix und mit verschiedenen anderen Methoden oder Techniken, denen sozusagen die Macht zu nehmen. Also die zu untersuchen, zu hinterfragen und dann im Endeffekt auch zu aufzulösen, zu transformieren, durch was anderes zu ersetzen. Und diese beiden Karten in Kombination zeigen eben für den Oktober, dass wir nochmal einen Riesensprung in diese Richtung machen.
Also aus diesem, bin sehr geprägt von dem, was meine Kindheit oder meine Lebenserfahrung bis hierhin so mit mir gemacht hat. Hinzu, Königin der Schwerter ist eine absolute Meisterin über ihre Gedanken und ihr Bewusstsein. Das heißt nicht, dass sie keine Gedanken mehr hat, sondern das ist einfach nur, sie wählt sehr klar aus. Sie ist vollkommen klar in dem, was sie in ihrem Bewusstsein von sich selber, sie kennt sich selber sehr gut, sie ist sehr, sehr klar in dem, dass sie sagt, ich weiß, wer ich bin, ich kenne mich sehr gut und ich bin sehr klar auch in meinen Entscheidungen. Und die Königin also aus meiner Erfahrung im Tarot, sind immer für das Innere zuständig von der Farbe sozusagen und die Könige mehr fürs Äußere. Also wie wir es in der Welt dann noch umsetzen. Also das sagt einfach, dass wir Meisterinnen und Meister unsere Gedanken immer mehr werden, unseres Bewusstseins. Und darum geht es bei allem. Ich kann nur einen spirituellen Kontakt aufnehmen, ich kann dieses All-Eine, diese Verbundenheit nur fühlen, wenn ich klar bin. Wenn ich mit meinem Alltag beschäftigt bin und mit Selbstablehnung und mit diesen ganzen Sachen, mit denen wir normalerweise beschäftigt sind, kann ich keinen Kontakt aufnehmen. Das ist wie wenn wir dauernd auf den Boden gucken. Wir laufen durch eine wunderschöne Landschaft, wir schauen aber ständig auf den Boden. Die Landschaft ist da, aber ich nehme sie nicht wahr. Ich kann keinen Kontakt aufnehmen. Erst wenn wir wirklich den Blick heben, merken wir, wo wir sind, wie wunderschön das ist und diese Farbe und diesen Baum. Und das sagt eben die Königin der Schwerter, dieses Aufblicken, dieses Hochschauen von diesem ganzen Inneren, ständig mit uns beschäftigt sein und mit diesen ständigen Gedankenloops, die wir haben. So, dieses bewusst, präsent, klar hier sein. Sie kennt sich gut, sie weiß, wer sie ist, sie weiß, was sie will. Und sie lässt sich eben nicht mehr so ablenken durch diese ganzen, ja, durch dieses Rauschen, was da ständig intern und extern bei uns ist. Dann haben wir den Herrscher, the Emperor. Auch das jetzt sehr schön, weil das im Außen einfach diese Energie auch ist. Das, was die Königin der Schwerter Min ist der Herrscher im Außen. Also wirklich ein ganz souveräner Herrscher, ein guter Herrscher, ein souveräner Herrscher. Und das meint eben über uns in erster Linie. Also über unsere innere, über alle Altersklassen in uns, alle Anteile, alle Stimmen, alle Bedürfnisse, die ja sehr, sehr unterschiedlich intern auch manchmal sind. Wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit und gleichzeitig das Bedürfnis aber auch nach Weiterentwicklung. Also wir haben ja auch sehr, sehr verschiedene Anteile, Stimmen in uns. Und der Herrscher ist eben ein guter Herrscher über alle. Da ist jetzt die Selbstfreundlichkeit da, die Sicherheit, die Souveränität, wirklich zu sagen, ich kenne mich gut, ich mag mich gerne, ich schätze mich und ich weiß aber auch, wohin ich möchte. Also ich überlasse der Angst nicht zum Beispiel immer wieder das Steuerruder oder den Kindheitsprogramm, sondern ich bin mir bewusst, dass da jetzt gerade die Kindheitsprogramme ablaufen, aber entscheide mich manchmal, wenn ich kann, einfach dafür zu sagen, ich bin jetzt erwachsen und ich bin freundlich mit mir, also einen anderen Umgang damit. Und als letzte Karte, wieder sehr typisch, Tod und Wiedergeburt. Also auch sehr, sehr passend eben als Klammer auch für diese vier Erklärungskarten, dass wir im Moment in einem wirklich extremen Transformationsprozess sind. Und die Karte des Todes ist eine sehr schöne Karte in diesem Deck und ich mag die in vielen Decks, ist die sehr schön gestaltet, weil das einfach auch so was Hoffnungsvolles ist. Das ist gar nicht das Ende von etwas, sondern die meisten Karten, die ich kenne, legen ganz viel Wert auf diesen Neuanfang und diese Wiedergeburt, auf etwas, in etwas Höheres hinein. Man könnte vielleicht das auch so ein bisschen dieses, ne, Raupe, dann dieses Verpuppungsstadium, wo die Raupe sich komplett auflöst und daraus dann eben sich komplett neu zusammensetzt. Und dann der Kokon aufgeht und das dann einfach der Schmetterling, die neue Phase ist, das neue Stadium. Jetzt ist die Raupe nicht weniger wert und das Raupenstadium ist nicht weniger wert als das Schmetterlingsstadium. Beides sind einfach normale Phasen einer Entwicklung, aber trotzdem ist es was komplett Neues. Und diese Karte sagt das eben, zeigt das sehr schön, dass da ist einfach, man sieht, eigentlich soll das wahrscheinlich eine verhüllte Figur sein, aber es ist nur die Form. Und da, wo das Gesicht normalerweise ist, ist eine Supernova, ein Wald und ein Sonnenaufgang oder irgendwas ganz Strahlendes, Helles. Also wirklich eine Wiedergeburt, ein Neuanfang, ein Neustart. Und das haben wir mit dem Judgment ja auch. Also das ist genau, das spiegelt sich sehr schön wieder. Also nochmal zusammenzufassen, im Oktober eine
die Fortführung, aber auch die Quintessenz, würde ich sagen, der letzten 4 Monate. Also nicht mehr turbulent, es ist alles, es wird ruhiger, es hat eine ganz neue Phase, ein ganz neues Stadium erreicht jetzt. Und vielleicht könnt ihr das jetzt schon wahrnehmen. Da ist so eine Ruhe drunter plötzlich, ist da so eine ganz andere Grundenergie drunter, so was Weicheres, Größeres, Entspannteres, Ruhigeres, was sich ganz anders anfühlt als die letzten 3 Monate, die Grundenergie. Also so, als wäre man durch was durch langsam. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber als wäre man langsam durch was durch. Als hätte sich das eben entwickelt und eben durchgearbeitet und als wäre da intern ganz viel passiert. Und es war sehr chaotisch, es war sehr unruhig, es war sehr turbulent. Und so langsam fängt es an, dass wir merken, ah, so langsam merke ich, das ist wie wenn man umgezogen ist oder eine neue Stelle angefangen hat, dass man irgendwann nach einer Weile merkt, ah, okay, so langsam fängt es an, mir Spaß zu machen, so langsam verstehe ich alles, so langsam komme ich an, aber eben nicht ein Ankommen in was wie früher, sondern in eine ganz neue Ebene hinein. Und ich habe gefragt, ob ich für irgendeinen der Aspekt Theta machen kann. Und als Antwort kam, ja, für dieses Transformieren oder Ablösen von diesen alten Strukturen hin zu dem neuen Wir. Also einer, ja, wir in einer neuen, uns manchmal auch noch sehr unbekannten oder wie frisch geschlüpften Form. Also wir viele von uns oder wir fühlen uns einfach noch ein bisschen roh und noch so ein bisschen eben wie so ein Küken, was gerade so noch nass ist und sich gerade aus diesem Ei daraus gearbeitet hat und sich das selber noch gar nicht so richtig kennt. Oder auch vielleicht der Schmetterling. Ich denke mir, wenn ein Schmetterling gerade aus dem Kokon rauskommt, der fühlt sich komisch, weil vorher hat er sein Leben als Raupe zugebracht und die Bewegungsabläufe waren anders, alles war anders. Der Körper hat sich anders angefühlt. Und ich vermute auch, das Bewusstsein der Raupe war ein anderes als das Bewusstsein, wenn es sich dann in ein Schmetterling verwandelt. Deswegen ist gerade so dieses zarte Neu, okay, wer bin ich eigentlich? Und so dieses etwas noch rohe oder dieses zarte, dieses ganz frisch geschlüpfte, das ist im Moment das. Und dazu mache ich jetzt ein bisschen Theta noch, dass uns dieser Übergang zwischen diesem vertrauten, aber veralteten, sehr engen Korsett an wer bin ich, meine Eigenschaften, meine Biografie, wie definiere ich mich, wie definieren mich andere, was uns ja auch sehr eingeengt hat, das fühlte sich total vertraut jetzt die letzten 30 Jahre an. Und es wird immer enger. Es fühlt sich immer mehr wie ein Gefängnis an und immer weniger als vertraut und irgendwie ganz komfortabel. So bin ich halt. Ich glaube, wir stellen das immer mehr in Frage. Und für diesen Übergang mache ich jetzt noch etwas Theta, sodass uns innerlich dieser Übergang von diesen alten Mustern hin zu diesem Auferstehen in der Judgment-Karte noch leichter fällt. Das ist dieser Moment, eben diese Verwandlung von einer Raupe in den Schmetterling und dann dieses Flügel langsam ausbreiten. Und dafür mache ich jetzt noch kurz Theta. Ich gehe ins Theta. Okay, was zuerst kam für alle war Vertrauen. Also wirklich so dieses Ausatmen, sich hinein entspannen, so gut es geht und sich diesem Übergang auch zu überlassen. Also diese innere Haltung, okay, das ist jetzt so, die Dinge verändern sich und ich versuche mich ein bisschen hinein zu entspannen und das einfach seinen Gang gehen zu lassen. Und es kommt diese Energie von ein bisschen Kontrolle abzugeben. Auch hier wieder dieses Surrender im Englischen, also dieses sich dem überlassen, sich etwas hinein entspannen und ausatmen.
Und jetzt kommt noch ein leichteres Ablösen von den Mustern. Das ist für euch jetzt sehr individuell. Also ich sehe jetzt, wie ganz individuell gearbeitet wird, diese Energie arbeitet. Das sind jetzt wirklich eure Muster, an denen ihr jetzt gerade arbeitet, die ihr gerne loslassen möchtet, die euch im Weg stehen, mit denen ihr euch im Weg steht. Ich sehe ganz viele Themen, die mit Selbstbild zu tun haben. Ich darf mich mögen, kommt. Ich muss nicht fertig sein. Ich muss nicht perfekt sein, mein Leben muss nicht perfekt sein. Und ich darf mich gleichzeitig vollständig mögen. Kommt Verständnis und Mitgefühl für eure innere Not, die eben Sachen, Verhaltensweisen oder irgendwas in eurem Leben macht, was ihr nicht mögt. Aber es kommt Verständnis und Mitgefühl für diese Not in euch, also für dieses, oh, okay, ja. Ich weiß, wo das herkommt, ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, was ich durchgemacht habe. So, ich lasse es gerade noch ein bisschen laufen. Und interessanterweise kommt jetzt zum Abschluss noch diese Feierenergie, dieses Feiern. Also gar nicht so sehr die Mäßigung und dieses Awakening, das scheint im Hintergrund selbstverständlich oder ganz natürlich abzulaufen. Das Feiern kam jetzt sehr stark, also diese Energie von Feiern. Das lasse ich jetzt auch nochmal runterlaufen. Also ich lasse das Lades jetzt nochmal runter. Und soweit ich das sehe, kriegt ihr das auch täglich. Also es geht jetzt nicht darum, dass es das am Ende vom Monat erst da ist, das Feiern, sondern von dem, was ich sehe, ist das auch tagsüber, wenn euch was einfällt oder wenn ihr merkt, oh, das ist jetzt anders plötzlich, dieses dann Feiern. Also ich sehe ganz viele kleine Feiern und auch eine globale Feier. Also es ist sehr schön. Ich sehe ganz viel aus ihren Häusern oder euch aus euren Häusern rauskommen und miteinander feiern. Draußen. So, diese goldene Energie lasse ich jetzt auch noch mal kurz laufen. Diese Verbindung, Verbundenheit, feiern miteinander, ausgelassen sein, unbeschwert. Aber auch intensiv leben, also intensiv feiern. Nicht nur einfach, ach schön, sondern auch eine gewisse Intensität, also ganz bei sich sein, ganz da sein, ganz im Körper sein, ganz feiern. Okay, gut.
Dann harmonisiere ich gerade noch mal alles. Geh raus. Okay, das war eine längere Theta-Arbeit. Ich wollte eigentlich nur kurz Theta machen, aber es hat immer seine eigene Dynamik. War dann doch ein bisschen länger. Also, das ist das Reading oder die Energie, die Großwetterlage für Oktober. Und ich bin gespannt und schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich weiß, dass man das dann gerne am Ende vom Monat dann vergisst. Man denkt am Anfang, ja, ich schreibe es auf alle Fälle rein, wie es am Ende vom Monat war. Und mir geht das selber immer, dass ich bei Kolleginnen dann manchmal so denke, ja, ich schreibe da hin, wie es war, und dann vergesse ich es doch irgendwie. Aber ich würde mich freuen auf alle Fälle. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch inspiriert hat, was ich mir sehr wünsche, freue ich mich sehr drüber. Gerne einen Daumen hoch geben, gerne abonnieren und gerne auch teilen und gerne kommentieren. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Podcast über den Übergang von der Erde in die Luftepoche, in der wir uns gerade befinden. Dann bis nächste Woche.